Hallo liebe Eltern. Gesundheit. Gesundheit ist wohl das Thema des Jahres 2020 und es scheint in 2021 genauso damit weiterzugehen. Ich möchte in diesem Video auf die aus meiner Sicht zwei größten Gesundheitskiller der Corona-Krise eingehen und nein, dabei geht es überhaupt nicht um Corona, sondern unseren Umgang damit und über zwei Themen, über die kaum jemand spricht, zumindest in meinem Umfeld. Doch ich möchte in diesem Video nicht nur über die zwei Schwierigkeiten reden und was gerade nicht gut läuft, sondern ich möchte auch Ihnen zu Hause Handlungsmöglichkeiten bieten, was Sie machen können mit Ihren Kindern, um diese zwei sehr schwierigen Faktoren doch irgendwo auszuhebeln und auch den Umgang damit Ihnen beizubringen. Das halte ich für sinnvoll und auch unbedingt nötig. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist genau diese soziale Distanz. Denn zu einer gesunden Entwicklung in der Kindheit gehören viele verschiedene persönliche Erfahrungen mit anderen Menschen. Die Kinder lernen, sich auf andere Personen einzustellen, also ihre Sozialkompetenz zu entfalten, indem sie mit anderen Menschen in Kontakt sind, indem sie möglichst viele verschiedene Menschen kennenlernen. Das fängt ja schon in dem Familienumfeld an. Je größer die Familie ist, umso mehr Möglichkeiten hat man, verschiedene Menschen kennenzulernen. Und es geht weiter in der Schule. In der Schule muss man sich auf ganz viele verschiedene Sozialgefüge einlassen. Man lernt neue Mitschüler kennen. Man lernt, sich im Gruppengefüge zusammenzufinden. Man muss miteinander arbeiten. Wir Lehrer achten immer darauf, dass die Kinder in Gruppenarbeiten wild durchwürfelt werden, um mit möglichst vielen verschiedenen Menschenarten zu tun zu haben. Dieser Umgang mit möglichst vielen anderen Menschen fehlt momentan. Die Kinder sind nicht in der Schule. Die Kinder dürfen sich mit ihren Verwandten nur ganz vereinzelt treffen und wenig treffen. Dadurch fehlt ein ganz wichtiger Faktor in der Entwicklung ihrer Kinder. Und deshalb sage ich ganz klar, das ist ein Gesundheitsrisiko. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber wenn wir das weiterspinnen, immer mehr Eltern haben mir rückgemeldet, ja, mein Kind kann zwar zu Hause lernen, aber es vereinsamt. Es kann seine Großeltern nicht sehen, es kann seine Mitschüler nicht sehen, es kann seine besten Freunde nicht sehen. Jetzt haben wir aber den Fall, dass die Spielplätze immer noch offen sind. Das heißt, das Treffen im äußeren Bereich ist noch möglich. Und innerhalb der Wohnung kann man immerhin eine Person von außerhalb noch hinzu einladen. Ich möchte nicht sagen, feiern Sie Partys zu Hause. Ich möchte nicht sagen, treffen Sie sich mit möglichst vielen Leuten. Aber nutzen Sie die Möglichkeiten. Denn eine Person in Ihrem Haushalt ist herzlich willkommen. Was spricht also dagegen für Ihr Kind oder Ihr Kind mal zu fragen, mit wem möchtest du Zeit verbringen und diese eine Person einzuladen? Das kann in der einen Woche mal der eine sein, in der anderen Woche mal der andere. Ja, ich rede hier nicht von möglichst vieler Flexibilität, das ist im Umgang mit der aktuellen Situation ja auch wirklich schwierig. Aber ich spreche davon, dass Sie vielleicht fragen, ob der beste Freund des Kindes oder die beste Freundin mal nach Hause eingeladen werden könnte. Ich möchte Ihnen also Mut machen, in dieser herausfordernden Situation trotzdem die Handlungsspielräume, die Sie haben, zu nutzen. Das ist ganz entscheidend, damit Ihr Kind diesen Umgang hat. Ich halte prinzipiell gar nichts von dieser ganzen sozialen Distanz. Okay, wir müssen irgendwo vorsichtig sein und wir müssen uns auf die aktuelle Situation irgendwie einschießen und auch einlassen. Aber unseren Kindern beizubringen, dass wir Abstand halten müssen, um die anderen Menschen und uns selber nicht zu gefährden, das halte ich für eine ganz, ganz schwierige Argumentation. Und das ist etwas, was Kinder definitiv nicht lernen sollten. Denn das ist weder zielführend für die Zukunft, noch ist es in irgendeiner Art und Weise etwas, was wir wollen, dass unsere Kinder lernen. Sich fernhalten, Abstand wahren, keine körperliche Nähe zulassen. All das sind Dinge, die sorgen dafür, dass das Gehirn Ihres Kindes sich gesund entwickeln kann. Also suchen Sie nach Möglichkeiten, wo Sie diese Handlungsspielräume haben, um das trotzdem möglich zu machen. Die von mir zweite angesprochene Schwierigkeit ist das Lernen zu Hause. Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, nämlich die Medien. Momentan rühmen sich alle, die Schulen sind auf dem Weg der Digitalisierung, es kommen neue Medien, die Schulen bauen aus und wir haben tolle Tools, mit denen wir zu Hause arbeiten können. Mensch, ist das alles hervorragend. Aber die große Schwierigkeit ist, dass Ihre Kinder mehr am digitalen Endgerät verbringen, mehr Zeit als normalerweise.
Und in den meisten Haushalten, das zeigen zumindest Statistiken, ist die Zeit, die Kinder am digitalen Endgerät verbringen, verheerend lang. Und von verheerend lang spreche ich schon, wenn ich über einen Zeitraum von einer halben Stunde pro Tag spreche. Jetzt sagen Sie vielleicht, eine halbe Stunde pro Tag, meine Güte, da habe ich gerade mal meine Mails gecheckt. Ja, das verstehe ich auch, diesen Einwand. Aber es geht hier um die Gehirne Ihrer Kinder. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass etwas, mit dem wir lange Zeit verbringen, sich in unser Gehirn einbrennt. Und da das Gehirn unserer Kinder noch mal schneller funktioniert als unseres, beziehungsweise viel mehr Verknüpfungen in den jungen Jahren hergestellt werden, hier oben im Kopf, sind unsere Kinder grundsätzlich anfälliger für Suchtproblematik, für schlechte Gewohnheiten, für sich an Dinge zu hängen, an die sie sich nicht hängen sollten. Und hier spreche ich ja auch vom Smartphone, vom Tablet oder vom PC oder von der Konsole. Das Problem ist noch weiterhin, dass diese Geräte meistens immer ein positives Hormon, ein Glückshormon ausschütten, was den Kindern signalisiert, da möchte ich wieder dran. Es ist wirklich vergleichbar wie mit einer Drogensucht. Klingt jetzt sehr dramatisch, aber es ist tatsächlich vergleichbar, weil diese Glückshormone ausgeschüttet werden. Ob das jetzt bei der Bearbeitung von Hausaufgaben tatsächlich der Fall ist, das wage ich irgendwo zu bezweifeln. Aber da komme ich noch zu anderen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das Handy vor dem Gesicht zu halten, kann auf Dauer zu Kurzsichtigkeit führen. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, aber ich lebe doch damit. Ich habe jeden Tag mein Handy vor der Nase und ich arbeite jeden Tag mit dem Computer. Das geht mir übrigens genauso. Aber unsere Hirne sind schon mehr und weiter entwickelt als die Gehirne unserer Kinder. Und deshalb macht es einen vehement großen Unterschied. Weitere Statistiken zeigen, dass die meisten Kinder ein eigenes Smartphone bekommen. Ja, manche haben es schon in der Grundschule, aber so diese große Welle kommt eigentlich erst mit dem Eintritt in die weiterführende Schule. Also ab 9 oder 10 Jahren. Das ist viel zu früh für die Verantwortung eines Kindes für ein eigenes digitales Endgerät. Das ist meine pädagogische Meinung und damit stütze ich mich auf wissenschaftliche Statistiken und wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn ein eigenes digitales Endgerät zur Verfügung steht, muss das einhergehen mit klaren, definierten Regeln. Ich bin nicht der Erste, der die Schwierigkeit davon aufzeigt. Also informieren Sie sich gerne bei bekannten Namen wie zum Beispiel Manfred Spitzer oder anderen Hirnforschern wie Gerald Hüther zum Beispiel, die darauf hinweisen, dass diese Problematik besteht. Nun zurück zum Homeschooling. Zu Hause ist es natürlich auch unsere Schuld, in Anführungszeichen, dass wir Lehrer jetzt Möglichkeiten finden, wie ihr Kind von zu Hause aus lernen kann. Videokonferenzen, ihr Kind sitzt vor dem Bildschirm. Digitale Hausaufgaben, ihr Kind sitzt vor dem Bildschirm. Lern-Apps, ihr Kind sitzt vor dem Bildschirm. Das ist nicht die Art von Bildung, wie ich sie mir wünsche und wie ich sie mir jemals vorgestellt hätte. Aber es ist momentan Realität und es ist der beste Weg, ihre Kinder zu Hause zu erreichen. Gerade deshalb ist es Ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass möglichst viele andere Zeit an Bildschirmmedien stark reduziert wird. Und hier ist mein Vorschlag. Erstens, seien Sie ein sehr, sehr gutes Vorbild. Je mehr Sie auf Ihr Handy schauen oder in irgendein Bildschirm reinschauen, umso mehr wird Ihrem Kind signalisiert, das ist gut, das ist wichtig, das brauche ich für meine Entwicklung. Und Sie haben zu Hause die Nachahmer sitzen. Mein zweiter Tipp ist, finden Sie klare, bildschirmlose Zeiten. Also Screen-Off-Zeiten, die Sie klar definiert haben. Vielleicht klingelt eine Eieruhr in der Küche, vielleicht haben Sie sich den Wecker gestellt. Und das gilt dann für die ganze Familie. Auch im Homeoffice sind zum Beispiel Essenszeiten, Mahlzeiten absolut bildschirmlos. Ich rate Ihnen, führen Sie das ein. Wie soll das Kind verstehen, dass es kein eigenes digitales Endgerät bekommt oder zu Mahlzeiten gerade nicht damit Umgang hat, wenn der Vater oder die Mama permanent ihre E-Mails checken und neue Nachrichten auf dem Handy verfolgen? Also planen Sie klare Zeiten, in denen das Handy, Tablet und so weiter aus ist. Und der dritte ganz wichtige Punkt, den ich in diesem Bereich Medien ansprechen möchte, ist, schauen Sie sich an, was Ihr Kind konsumiert. Wenn Ihr Kind von einem neuen Spiel schwärmt, was es gerade runtergeladen hat oder was ein Mitschüler spielt, fragen Sie nach, lassen Sie sich das Spiel zeigen, schauen Sie, worum es geht und schauen Sie vor allen Dingen, wie die Belohnung aussieht. Kein
Computerspiel, kein digitales Spiel, keine App funktioniert ohne Belohnung. Ob das ein Levelaufstieg ist oder irgendwelche Münzen, die man sammelt oder sonst was. Und schauen Sie, wie Ihr Kind darauf reagiert. Was macht Ihr Kind, wenn es kein digitales Endgerät vor der Nase hat? Vergräbt es sich in seinem Zimmer, kann sich nichts mit seiner Zeit anfangen oder wird es kreativ? Geht raus, baut Schneemänner, baut Baumhäuser oder baut zu Hause neue Lego-Sachen, fängt an zu malen, zu basteln. Wie zeigt sich diese Kreativität? Denn, und das ist meine letzte Warnung in Anführungszeichen, digitale Endgeräte, Smartphone, Tablet und so weiter sind Kreativitätskiller für Ihre Kinder. Denn es wird ihnen eine fertige Realität vorgezeigt, die sie nicht mehr selber entwickeln müssen. Auch das haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass zum Beispiel Kinder, die besonders viel Fernsehen konsumiert haben, später ein heftiges Problem damit hatten, eigene Vorstellungskraft zu entwickeln. Die Vorstellungskraft, die zum Beispiel entsteht, wenn man ein Hörbuch oder ein Hörspiel hört, nur akustisch wahrnimmt, die kann natürlich bei einem Film oder bei einem Video nicht stattfinden, ne, weil wir die Vorstellung quasi schon vorgezeigt bekommen. Das Auge nimmt wahr und muss sich keine eigenen Bilder im Kopf bilden. Denken Sie darüber nach, und wenn Sie Fragen zu diesen beiden großen Themen haben, also der Entzug von sozialen Kontakten und dagegen die Verstärkung des Medienkonsums. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie es mir in die Kommentare. Wenn Ihnen das Video geholfen hat, dann lassen Sie mir einen Like da. Auch das freut mich, wenn ich das in den Kommentaren lesen kann. Ich freue mich, wenn wir weiter im Kontakt bleiben, und ich beantworte sehr, sehr gerne Ihre Fragen oder lese gerne Ihre Anregungen zu diesem Video. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und denken Sie vor allen Dingen an die Gesundheit Ihrer Kinder. Bis dahin, ganz liebe Grüße, Ihr Herr Smart. Thank you.